Der Wohnmobilstellplatz Wolfhagen befindet sich in der gleichnamigen Stadt Wolfhagen in Hessen. Wolfhagen liegt westlich von Kassel. Der Stellplatz liegt im Park- und Freizeitgelände Bruchwiesen, unterhalb der Wolfhagener Altstadt, und bietet Platz für 50 selbstfahrende Reisemobile. Die Stellplätze sind auf Schotter sowie auch ein kleiner Teil auf Rasenfläche angelegt. Euer Ticket zieht ihr am Automaten und dieses ist dann 24 Stunden gültig. Bezahlt wird mit Münzgeld. Das Ticket müsst ihr sichtbar im Fahrzeug platzieren. Auf dem Ticket findet ihr das WLAN-Passwort sowie einen Code, um den Raum zur Kassettenentleerung zu öffnen. Die Plätze sind nicht parzelliert, sondern durch farblich markierte Steine gekennzeichnet. Die Plätze auf dem vorderen Platz sind nummeriert. Die Fähr- und Entsorgungsstation befindet sich in der Nähe des Parkscheinautomaten. Euer Grauwasser könnt ihr kostenlos über einen Bodeneinlass ablassen. Für Festtanks findet ihr den Schlüssel im Raum, wo die Kassettenentleerung ist. Die Frischwassersäule steht ein bisschen weiter entfernt. Hier bekommt ihr Frischwasser gegen Münzgeld. Denkt an einen Adapter für den Wasserhahn. Es gibt am Stellplatz auch Sanitärräume. Hiervon haben wir leider keine Aufnahmen, da der Platzwart nicht anwesend war und ihr einen Schlüssel leihen müsst, um die Türen zu öffnen. Auf dem Stellplatz gibt es einige Stromsäulen. Um eure Säule nutzen zu können, müsst ihr diese mit Münzgeld freischalten. Bei einigen Säulen müsst ihr diese an der Hauptsäule freischalten. Die schöne Altstadt mit den vielen Fachwerkhäusern ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Macht unbedingt einen Ausflug dahin und auch zum Stadtpark. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr schon mal in Wolfhagen wart und was ihr da gerne unternehmt. Vergesst nicht das Abo, um über weitere Videos von uns informiert zu werden.